Ja, von den grossen Weltproblemen machen wir jetzt wieder einen Sprung zurück. Einen zurück in die Schweiz. Und in eine sehr traditionelle Schweiz. Die Dame, die wir jetzt zusammen mit ihrer Gruppe zu Besuch haben, die gilt für so Volksmusik-Fundamentalisten ein bisschen wie ein rotes Tuch. Für andere ist sie aber eine wunderbare Inspirationsquelle. Sie ist jemand, der sich die Sorgen und die Freude der Seele juchzt und eine, die immer auf Achsen ist, sowohl geistig wie auch körperlich. Sie ist nämlich jetzt gerade mit ihren Männern und das sind die Landstreichmusiker unterwegs und gibt uns ein kleines Ständchen. Christine Lutherburg und ihre Landstreichmusiker. Christine, ist das der Hexenbesen? Den brauche ich noch, um einzufahren. Ja. Landstreichmusik mit der Christine Lutherburg. Bist du auf dem Besen gekommen schon? Ja, natürlich. Es geht schneller. Das hat jetzt wahnsinnig archaisch tönt, die Musik. Was hat die für einen Ursprung? Ja, also Schweiz. Eben Schweizer Volksmusik ist das jetzt wirklich wild und ursprünglich und aus den Felsen, aus den Schrunden, aus den Tälern. Ja, man glaubt es gar nicht. Es hat mich so ein bisschen auf ein Zäuerli hingewiesen aus dem Appenzell. Ist es aber nicht. Ja, das ist jetzt ein Stück, das Matthias gemacht hat, aber über Zäue. Ich habe natürlich zuerst ein Zäuerli, genau. Je, du, di, du, das. Ja, ja, das ist ein Zäuerli. Eben, ganz. Ja. Du bist eine, die gerne jodelt, sich ja. Sorgen vor Seele und Sterne vom Himmel holt. Wie tönt es eigentlich, wenn es dir gut geht, wenn du juchzt? Gut. Jetzt nimmt es uns natürlich Christine Wunger, wenn die Sorgen plagen. Gibt es da auch einen Juchzen? Also. Ja, eine Spüle bitte. Ein Stumperrock und nachdenken. Ist nicht gut, gell? Eigentlich bist du ja Lehrer geworden. Und der... Aber nur unter Zwang. Unter Zwang? Ja, ich wollte schon Schauspielerin werden. Und die Eltern gesagt, ja, Lehrer, du weißt nicht. Genau. Du weißt nicht, ob du Erfolg hast. Und tu etwas genau, wie du gesagt hast, anständiges Lehrer. Und dann bin ich im Seminar.
Aber es war noch gut, weil ein guter Gesangslehrer, der Arthur Furrer, der schöne Stücke und Lieder für Chor hat komponiert. Und wir haben schon dürfen, der damals der Frauenchor von Marzilli im Casino seine Stücke singen. Und das hat mir natürlich auch gefallen, ich, der so gerne Musik habe. Aber die Liebe ist an die Schauspielschule? Ja, gerade nachdem ich es absolviert habe, musste ich noch ein Jahr arbeiten. Hatte ich noch eine Stelle, zwei Stellen, Stellvertretungen. Das war schlimm, ganz schlimm. Und dann bin ich sofort also als Lehrerin ja, im Schulgang? Ja. Das Geld verdienen, für die Ausbildung zu zahlen. Wie hast du eigentlich gelernt, jodeln? Ja, ich habe eigentlich immer schon so gerne gesungen. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich möchte einfach nicht fremdbestimmt singen, also nicht in einer anderen Sprache, sondern ich möchte eigentlich, ich bin ja gerne Schauspielerin, ich tue gerne Rollenspiel, aber wenn ich singe, möchte ich eigentlich mehr selber sein. Und dann möchte ich eigentlich das singen, also ja, direkt und einfach zu jodeln. Das ist noch interessant, das habe ich erst, als ich ziemlich schon 20 war, im Landdienst, habe ich das erste Mal gehört, ein Jodelchor, und das hat mich so gefallen und so tief berührt. Und dann habe ich gedacht, ich will das machen. Die Schweizer Musik aus dieser Landschaft heraus, in dieser Sprache, wie hier geredet wird und nicht immer verstellen, sondern eben einfach das, was hier aus unserer Kultur, aus unserer Landschaft eigentlich rauskommt. Das möchte ich machen. Und dann habe ich mich angemeldet an einen Jodelkurs in der Migros-Clubschule. Und dann durfte ich dort mitmachen. Und super war eine ganz super gute Jodlerin. Eisa-Frau. Sonja Ebi, die dort hat Unterricht gegeben hat. Dann konnte man 8-mal 1,5 Stunden und dann konnte man es eigentlich. Du hast das jetzt schon betont, das ist eigentlich so ein bisschen dein Lebensmotto, immer dein eigener Weg. Auch wenn es Hindernis geht. Jetzt ist es spät, für mich drauf zu bringen. Aber genau. Du gehst nicht ums Hindernis herum, sondern drüber weg. Was ist denn dein Motor, das dich im Laufen behaltet? Der Spass. Also die Freude. Einfach die Freude an dieser schönen Musik. Und dass man natürlich eigentlich gar nichts braucht. Wenn man, ich kann jetzt singen. Eben, du hast mich jetzt ein bisschen herausgefordert. Ich tue schon lieber, wenn ich Giga habe oder Zörgel. Kommt mir mehr in Sinn. Aber weil ich das so gerne habe, das mache ich jetzt für einen Kurt. Hier einfach improvisieren. Man kann ja gehen. Also, das ist doch schön, oder? Ich habe es immer bei mir. Ich muss nicht denken, irgendjemand wartet, bis es gut ist, sondern es liegt an mir. Also, ich will es einfach machen und ich habe eigentlich immer schon gerne etwas Schönes aus meinem Leben machen. Also, dass ich selber Freude daran habe. Oder? Das braucht manchmal einen harten Bernergring. Was ist der Preis dafür? Ja, gut, ich war schon immer eine Eigenwillige. Ich bin natürlich manchmal ein bisschen allein. Vor allem in der Nacht auf dem Bahnhof, dann um 1:30, oder? Aber das ist mir eigentlich gleich. Nach einem guten Konzert ist es mir gleich. Dann höre ich das hinten nachher und ich habe einfach selber noch Freude. Ich brauche eigentlich nichts. Also, einfach, dass ich spüre, wenn ich oben gehe mit dem Köffel und mit dem Gigakasten, habe ich das Gefühl, oh, das ist genau das Richtige. Eben, auf Achsen wieder los. Und eigentlich ist es alles, was ich brauche. Das Gigakasten, dass ich darf spielen darf. Also, ich meine, solange ich das kann, ist doch wunderschön. Ich muss sagen, nach dem, was ich erlebt habe, und das hätte anders rauskommen mit dem Unfall, hätte es mir auch können. Für zusammenstauchen. Ich danke einfach immer, dass ich mich eben bewegen kann. Der Simon Schmid weiss genau, von was ich rede, oder? Er geht rennen und mit Leuten arbeiten, die nicht mehr können. Also ich denke auch, das ist doch das Schönste, wenn man noch alles geht. Und man kann sagen, so jetzt tun wir das Lied singen und dann kann man es. Also, mehr das möchte ich nicht. Heisst aber auch auf Geld verzichten. Andere Musiker haben Manager, die schauen, dass immer der Dollar rollt. Ja, aber jetzt muss ich etwas sagen, das mit dem Management ist bei mir jetzt wäre eine schlechte Idee gewesen, weil ich tue gerne viel Verschiedenes machen und mich eben verzetteln und immer wieder neu anfangen. Und der Manager würde ihm das natürlich verbieten. Der würde nur schauen, wo es viel Geld gibt. Und dann, ich hatte schon einen oder eine. Und dann hockt man dort und dann geht man fragen, wieso bin ich hier? Dann ist aber der Manager nicht dort. Oder dann hockt man dort allein, hat vielleicht nachher das Geld, aber nicht einen schönen Gig gehabt. Eben, das also zählt. Gig, nicht einen schönen Auftritt. Du hast eigentlich als Erste angefangen,
das Jodeln mit Techno zu verbinden. Das ist über 20 Jahre her, da hat man die ausgelacht. Heute gehört das plötzlich dazu. Hat man da manchmal das Gefühl, die haben mich einfach nicht begriffen, die Donner? Ja, schon ein bisschen, aber das ist doch gleich. Da kann ich es immer noch wieder machen, wenn man es auch nicht verstanden hat. Mhm. Hey, ja, mal vielleicht manchmal so eine leichte Beleidigtheit, muss ich zugeben. Mhm. Habe ich schon verspürt, aber es ist nicht ein gutes Gefühl. Es tut einem auf Sachen, die schon vorbei sind, die man nicht mehr beeinflussen kann, eigentlich bannen. Es hilft einem eben auch nicht, zufrieden zu sein und im Fluss. Und denken, man will es vielleicht noch einmal. Noch einmal, aber halt jetzt etwas Neues. Ich bin jetzt wieder auf das Handwerkliche ja zurückgekommen. Oder? Ich habe in frühen Jahren mit dem Techno-Beat zusammen sympathisiert und mich wacker geschlagen. Dem unbarmherzigen Beat. Und jetzt habe ich wieder die wunderbaren, feinen Landstreicher. Jeder ist ultra begabt und geht auf jedes Schwanken von mir ein. Oder? Das ist viel schöner als so eine Drömmaschine. Und mit denen bist du jetzt auch auf Achsen. Und wir haben uns extrem gefreut, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich kann nur sagen, weiterhin den Ring durchstieren, ja, nicht um Hindernis herumlaufen, ja, sondern drüber steigen. Weißt du, das hast du es. Danke vielmals. Vielen danke. Herzlichen Dank. Großen Applaus an so aufgestellte, wunderbare Frau. Ja, und für uns ist es schon wieder vorbei, meine Damen und Herren. Nächste Woche neue schöne Gesichter und neue Geschichten. Da zähle ich auf euch. Und wenn mir jetzt die Augendeckel noch nicht zugehen, der kann sich jetzt noch das NZZ-Format reinziehen. Und für alle anderen sage ich jetzt einfach gute Nacht, Fuße gut. Und denke daran, in einer Woche sind wir wieder parat. Die Sendung, die nicht nur aus Langweilig geschaut wird. Ciao zusammen.